Wie gut ist das Matte Clay The Sculpture von ZapMan? Das Produkt kommt in einer wertigen Umverpackung. Von der Aufmachung finde ich das auch ganz nice. Wenn man die Umverpackung dann aufmacht und das Produkt an sich rausholt, dann ist das Produkt in einem Plastiktiegel versteckt. Der Tiegel ist jetzt nicht ganz so wertig, muss ich ehrlich gestehen, aber wir haben hier eine solide Verpackung. Der Geruch ist sehr frisch, sehr männlich. Es riecht nach rosa Pfeffer und Bergamotte, was ich persönlich tatsächlich sehr nice finde. Die Inhaltsstoffe. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim. Der Hersteller wirbt mit einem langanhaltenden Halt, Textur und einem matten Glanz. Was? Meine Vollfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Für das Styling habe ich meine Haare wie immer etwas angefeuchtet und ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet. Dann eine kleine Rundbürste dazu genommen und meine Haare passend in Richtung geföhnt. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist grundsätzlich erstmal relativ hart. Wenn man aber das Produkt aus dem Tiegel herausgenommen hat und in den Händen hat, dann wird es tatsächlich nach leichtem Aufwärmen schön weich. Deshalb funktioniert das Auftragen in die Hände auch easy und kinderleicht und man kann das Produkt wirklich rückstandslos ganz schnell in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Styling ging für mich auch easy von der Hand. Allerdings habe ich meine Powerlocke vorne oder meine Powerwelle leider nicht ganz damit in den Griff bekommen. Nichtsdestotrotz ging das Styling grundsätzlich easy. Meine Nachher-Frisur sieht dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird geworben mit einem langanhaltenden Halt. Das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Der Halt ist leicht bis mittelmäßig. Also wie gesagt, ich habe meine Powerlocke da vorne leider nicht in den Griff bekommen und musste auch anschließend nochmal mit Haarspray ein wenig nacharbeiten. Kommen wir zum Finish. Es wurde mit einem matten Glanz geworben. Ich sehe hier nur ein natürliches, mattes Finish, was ich auch sehr nice finde. Kommen wir zur Austauschbarkeit des Produktes. Ich hatte das Gefühl, dass das Produkt nicht ganz so easy aus meinen Haaren herausging, als ob das noch ein bisschen tiefer an den Haaren drin sitzt. Heißt, das ging nicht ganz so einfach. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt das Matte Clay The Sculpture von ZapMan für 19 Euro und in dem Tiegel sind 75 Gramm enthalten, was auch hier an dieser Stelle ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wie ich finde. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist ein solides, gutes Produkt, was ich auf jeden Fall gut weiterempfehlen kann. Wenn du auf der Suche bist nach einem Produkt mit einem leichten bis mittleren Halt, du ein bisschen Textur benötigst und einen gut riechenden Duft haben möchtest in deinem Haarstyling-Produkt. Man kann das Produkt möglicherweise auch bei etwas feineren Haaren anwenden, dann würde ich nicht ganz so viel Produkt nehmen, aber grundsätzlich kann man das Produkt bei kurzen bis mittellangen Haaren gleichermaßen gut anwenden und egal, ob du normale Haare hast oder dicke Haare. Totale Punktzahl. The Sculpture von ZapMan bekommt 37,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.